Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Medal of Honor Elite Assault Breakthrough. Ihr fragt euch, Elite Assault, hä, das ist doch gerade schon vorbei, beziehungsweise ist ja schon vorbei. Aber Elite Assault hat noch zwei Add-ons. Breakthrough, einmal mit 4 Stunden, 5 Stunden und einmal Spearhead mit ca. 2,5 Stunden. Und die mache ich natürlich auch. Wieso, weshalb, warum? Hier dann gleich ein bisschen was auf Englisch ist und Operation Torch und was auch immer. Ich komme gleich dazu. Ich würde sagen, auf geht's, starten wir in Mission 1, Operation Torch, Tunesien. Auf Mittel. On the eve of this great adventure, I send my best wishes to every soldier in the Allied team. To us is given the honor of striking a blow for freedom, which will live in history. Men will speak with pride of our doing. We have a great and a righteous cause. Let us pray that the Lord, mighty in battle, will go forth with our army. I want every soldier to know that I have complete confidence in the successful outcome of the operations that we are now about to begin. With stout hearts and with enthusiasm for the contest, let us go forward to victory. Genau. Schöner Ladescreen hier. Ja, Breakthrough. Interessant. Auch für mich blind. Genauso wie Elite Assault. Aber erstmal noch eine weitere Cutscene. 20. Februar 1943. Kasserinenpass. Hören Sie zu, Baker. Wir müssen unsere Stellung bei Kasserine halten. Also los. Dieser Angriff ist ein absolutes Fiasko. Zeigen wir den Cherries, was Amerikaner drauf haben. Okay. Alles klar. Ich muss unbedingt erstmal die Dingens runterdrehen. Steuerung. Erstmal wieder die Mausgeschwindigkeit runter. Man sieht halt alles auf Englisch, bisschen Deutsch, bisschen hier, bisschen da. Okay, das passt. Erstmal Kasserinenpass Nordafrika. Es ist ein Sandsturm. Es ist super. Echt tippitoppi. Dass man gefühlt nicht weiß, wer, wie, wieso, weshalb, warum und wer mit wem. Und ich einfach mal in die Gegner reinlaufe. Ja. Also das ist halt schon wieder mit dem... Muss wieder... Wartet mal. Das ist halt gerade so verdammt schnell. Gut, Smooth-Empfindlichkeit. Das auf jeden Fall mal runter machen. Das aus. Okay. Das ist jetzt ein bisschen zu langsam. Ja, ich hab's eben gerade erst so ein bisschen angemacht. Ich hab's. So, jetzt sollte es gehen. Oh, nachladen. Okay, tot. Hervorragend. Es beginnt ja schon wieder optimal, ja. Press fire to continue. Machen wir das sofort. Ja, Elite Assault ist ein Hauptspiel von Medal of Honor. Klar, Hauptreihe. Ich hab die War Chest. Edition hier geholt. Und da ist natürlich dann auch. Okay, ich habe nur einen Colt. Ah, nee, doch nicht. Ich habe noch einen M1. Da ist halt. Sind die beiden Add-ons mit drin. Und zwar Spearhead und Breakthrough. Und ja, Breakthrough mache ich jetzt als erstes. Ist halt das etwas längere. Also Breakthrough und Spearhead, ich denke mal so 6 Stunden, 6,5 Stunden beide insgesamt. Die werden auch super sofort hintereinander kommen. Also wenn Breakthrough durch ist, kommt auch sofort Spearhead, weil das werden wahrscheinlich nur, wenn ich da wirklich mit 2 Stunden laut Hollow Knight Beat, habe ich meine ganzen Angaben her. Wenn das wirklich so stimmt, sind es nur 8 Parts. Das heißt, wir sind in, ja, mit. Na komm. Mit Medal of Honor Elite Assault dann komplett fertig. Was mir echt gut kommt, das ist halt denn, dass wir dann halt damit halt wirklich komplett fertig sind.
So, erstmal ein bisschen was hier aufsammeln. Ist für uns auf jeden Fall sehr, sehr gut. F5, Quick Save, jo. Ja, es gab ja Probleme. Ich weiß gar nicht, inwiefern ich es in Elite Assault angesprochen habe. Es gab diverse Probleme, Elite Assault auf Windows 10 zum Laufen zu bekommen. Elite Assault selber installieren, dann wird halt auch der ein oder andere Community-Patch noch empfohlen. Das nicht so wirklich funktioniert. Das Spiel zu starten, braucht man eine Node-CD. Dingensbummens. Alles von der Community, alles gestellt. Dass es halt funktioniert. Fertig. Bei Breakthrough ist es auch so, nur dass... ich habe die deutsche Version. Es gibt auch einen Community-Patch. Aber ich glaube, der war nur auf Englisch. Das heißt, ich brauche den Community-Patch, der auf Englisch ist, damit das Game zum Laufen... um es halt zum Laufen zu bekommen. Und dann gab es halt nochmal einen Community-Patch, um die Sprache, also die deutsche Sprache, nochmal nachzupatchen. Deswegen hier ein bisschen Englisch, da ein bisschen Deutsch. Finde ich jetzt nicht schlimm. Das, was für uns wichtig ist, das ist die ganze Sprache. Abgesehen, so wie jetzt das eine Intro, das ist original, dass es Englisch ist. Also, sonst so das ganze andere Gefase, alles drum und dran. Wie gesagt, das, was wirklich wichtig ist, ist ja auf Deutsch. Dann. Und das ist halt gut. Bei Spearhead war es nicht so. Da einfach die ganzen Community-Sachen drüber bügeln und fertig. So. Kämpfe zerstören sie die feindliche. Der Panzer macht uns fertig. Zerstört endlich den Panzer. Ach so. Okay. Okay, da, dass ich jetzt schon Panzer fahren darf, habe ich jetzt nicht, nicht gedacht. Dass wir doch jetzt schon mit einem Panzer 4, wenn ich es jetzt gerade so für Schnelle gesehen habe, fahren darf. Es ist wahrscheinlich relativ dunkel. Ich werde es auch wahrscheinlich ein bisschen aufhellen. Durch den Sandsturm ist es natürlich halt ein bisschen, ja. So. Okay. Wir fahren natürlich hier mit dem Panzer durch. Das ist jetzt eine Panzerfahrpassage, so wie es aussieht. Ah, okay. Okay. Das ging in Elite Assault nicht, dass man zwischen MG und der Hauptkanone hin und her wechseln kann. Das ist natürlich gut. Sehr, sehr praktisch für uns, dass wir es machen können. So brauchen wir halt gegen die Infanteristen, ja, nicht die Hauptkanone nutzen. Wir tun trotzdem nochmal schnell speichern. Denn müssen wahrscheinlich da unten rein. Also es macht Laune, Medal of Honor wieder zu spielen. Ist an sich neben COD eine sehr, sehr, sehr geile Reihe. Schade. Obwohl, Medal of Honor gibt es ja schon nochmal in neu. Ich wurde auch gefragt. Ich habe deinen Namen leider nicht im Kopf. Ich wurde auf jeden Fall schon gefragt. Hey, coole Videos. Erstmal danke dafür für Medal of Honor Elite Assault für die ersten drei Parts Elite Assault. Wir haben übrigens die 9.1. Oder die ersten vier Parts, wie die abgegangen sind, aufruftechnisch. Mega geil. Vielen, vielen, vielen Dank dafür, auch wie Harry Potter abgegangen ist und Command & Conquer, also diese großen Titel. Mega, mega geil. Vielen, 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 vielen Dank dafür, auch für den ganzen, ja, für die Abos und alles drum und dran. Das ist halt mega geil. Was zum Ende von Ende 22 hin zu Anfang 23 jetzt abgegangen ist. Ich hoffe, das wird so beibleiben. Das wäre so ein kleines Träumchen, da wirklich ein bisschen noch zu erreichen, klar. Aber so wie es jetzt läuft, mega zufrieden. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und ich weiß gar nicht, wo er kommentiert hat. Das müsste, glaube ich, wirklich bei Elite Assault gewesen sein. Okay, da darf ich nicht hin. Bei Elite Assault Part 2, glaube ich. Finden Sie feindlich, okay. Elite Assault Part 2 gewesen sein. Ob ich Vanguard mache? Medal of Honor Vanguard? Na klar. Also, naja, so verständlich, wie ich das jetzt sage, ist es für euch wahrscheinlich nicht. Aber klar, ich werde Call of Duty, moin. Ne, Medal of Honor Vanguard auch machen. Habe ich auch schon für PS2 stehen. Dementsprechend werde ich das auch machen. Hab auch mega Bock drauf, so gut es geht, so
so gut es mir möglich ist, muss man dazu sagen, alle Medal of Honor Teile, so wie ich es halt bei COD gemacht habe, zu Let's Playen. Also, ich muss gucken, ob ich vielleicht noch an Heroes 1 und 2 rankomme, weil es ist ja einmal Wii. Ich glaube, Heroes 2 ist für Wii, das andere ist PSP. Dann haben wir noch Medal of Honor 1, Medal of Honor Underground. Medal of Honor Above and Beyond, glaube ich. Das ist der VR-Teil. Der VR-Teil auch kein Problem, da muss ich gucken. An sich habe ich keine große Motion Sickness an sich. Nichtsdestotrotz muss ich da gucken, wie es funktioniert. Das wird vielleicht in mehreren Abständen aufgenommen. Ich habe eine VR-Brille. Also kann das auch kommen. Also ich habe halt schon vor, alle Medal of Honor Teile zu bringen. Wie gesagt, weil es auch mit Rising Sun und Frontline, ja, Erinnerung möchte ich, ja doch, harte Erinnerung. Vor allem Rising Sun, wie häufig das meine beiden Brüder und ich zusammen gespielt haben. Warte mal. Ich hab da eine Atelier. Hab ich da eine verkackt? Nee, die da oben wird angezeigt. Okay. Wie oft wir da halt gegeneinander gespielt haben, beziehungsweise halt zu 4, 2 gegen 2 gespielt haben oder halt generell so gegen die Bots und sowas. Mega geil. Und deswegen ist das auch halt ein wichtiges Genre, beziehungsweise eine wichtige wichtiges Spiel für mich selber. Und das möchte ich euch halt definitiv komplett präsentieren. Achso, ich muss nur die Besatzung ausschalten. Achso. Gut. Das habe ich dann natürlich gemacht. Nehme ich auf. Ich nehme auf. Sehr schön. Da geht's weiter. Ich gehe einfach mal hier unten rein. Dann sollte es passen. Wir laden mal. Oh, hi. Hört auf! Nicht bitte so tun, wenn ich nachlade. Okay, da darf ich nicht hoch. Gut. Das war ich nicht. Aber gut, das nehmen wir ganz gerne mal so hin. Okay, das ist irgendein Mörserbeschuss, der nicht von mir kommt. So, zack, zack. Ja, um es abschließend zu machen, Medal of Honor Light is Sold wird jetzt halt abgeschlossen mit Breakthrough und Spearhead. Wie gesagt, als, ja, oh, das ist meiner. Als Projekt, was halt direkt hintereinander läuft bei 6 Stunden. Da möchte ich jetzt nicht noch irgendwie ein Command & Conquer oder sowas nochmal dazwischen schieben. Oder irgendein anderes Projekt dazwischen hauen. Oh, das Ding ist... Ah, ich bin voll, okay. Achso, das ist meiner, okay. Dementsprechend einmal direkt hintereinander Breakthrough und Spearhead. Nicht, dass ihr euch wundert. So. Und zerstören Sie die Kommunikationsleitung, damit Sie keine Verstärkung anfordern können. Okay. Okay, er muss aufmachen, alles klar. Ich wollte sagen, es war eigentlich relativ obvious, dass wir da rein müssen. Zack, moin. Also es wird viele, also ich weiß gar nicht, wie weit ich vorproduziert habe. Ich bin voll. Also das mit der Mausbeschleunigung ist schon echt ein bisschen bitter. Aber wenn ich nicht zu stark irgendwie rüberflick, geht's an sich. Also wenn ich es relativ langsam mache. Okay. Moin. So. Okay, da muss ich halt ein bisschen mehr drauf schießen. Hi. Also. Ich hab bis dato Command & Conquer voraufgenommen. Also die Alliierten, also praktisch. Ja gut, Command & Conquer habt ihr ja schon gesehen, Alliierten-Seite. Läuft ja hier vor. Ne? Light Assault. Ne, Command & Conquer Soviet. Also Red Alert 3 Soviets. Denn es zur aktuellen Zeit läuft dann Light Assault, das Hauptspiel. Genau, dann kommt Allianz Red Alert 3. Dann kommt Light Assault Breakthrough und Spearhead.